Frau, die trinkt aus einem Brunnen. Eine Frau, die trinkt aus einem Brunnen und wird dann zu so einer Art Moorhexe oder sowas. Aber eine böse Form davon. Okay. Das ist jetzt kein schlechtes Omen, oder? Für den restlichen Teil. Hallo? Gehe ich jetzt da drunter? Ach, das war die Tür. Oh. Müssen wir denn da durch? Gut, wir können nur da durch. Okay. Kommen wir hier runter? Da kommen wir runter. Die Frage ist, haben wir da hinten noch irgendwas, was wir uns angucken können? Das ist so eine Trennwand, als ob das unser Zuhause ist irgendwie. Okay. Ist aber nichts, oder? Ein Spiegel? Hm. Das scheint dieses komische Monster da zu sein. Schauen wir mal hier weiter. Nee, das hört sich jetzt an, als ob da einer kommt. Wenn ich eins gelernt habe aus Horrorspielen, dann auf jeden Fall, dass wenn man Schritte hört und man merkt, dass einer kommt, man besser nicht reinlaufen sollte. Wir können ja jetzt nicht anders. Okay. Ist das jetzt eine Person oder hat einer Stiefel hingestellt? Hier ist ein Stiefel. Oh. Ich kann hier hochklettern. Will ich denn wissen, was da auf dem Bett ist? Okay, da ist nichts auf dem Bett. Wer oder was hat denn die Stiefel dahingestellt? Eigentlich immer Medikamente oder ist auch nichts drin? Ah, Moment. Den können wir wieder verschieben. Schiebe ich aber mal weg, falls ich hier mal irgendwie panisch wieder rein muss oder so. Okay, da können wir jetzt nur noch geradeaus. Nicht ganz. Kann man nicht verschieben, aber man kann draufklettern, oder? Findet mich dieses Vieh hier? Hallo?
ich höre auf jeden Fall Schritte. Ist das Vieh jetzt noch da? Eigentlich darf das ja nicht sein. Ich muss ja irgendwie die Tür aufkriegen. Was aber nicht heißt, dass es nicht eventuell hier im Haus ist. Teddy? Hier ist auch kein Ort zum Verstecken, oder? Doch da. Oh, oder auch nicht. Okay, da kann ich runter. Habe ich denn hier oben wirklich alles angeschaut soweit? Ich meine, hier wird wieder nichts drin sein, ne? Ich mache mal so provisorisch mal hier und wieder auf, aber... Okay, Teddy, dann müssen wir wohl hier unten in diesen kaputten Teil rein. Auch wieder so eine Zeichnung. Ist da jetzt jemand? Es tut mir wirklich leid, dass ich so ruhig bin, aber ich... War das ein Grafikfehler oder hat es hier geblitzt? Aber ich bin hier gerade echt in der Atmosphäre drin und ich weiß ja auch nicht, was passiert. Ich denke mal, wir sterben dann, wenn dieses Viech uns findet. Komme ich nicht runter? Oh, da komme ich aber rein. Will ich da rein? Oh. Das ist schlecht. Wenn ich da runtergehe, bin ich aber tot. Gehe ich mal... Ach, da oben ist eine Koppel, oder? Eine Koppel, eine Kurbel, meine ich. Mache ich die jetzt so hoch? Das ist schwerfällig. Komm, komm, weiter. Ja, es reicht ja nicht, wenn ich nur einmal drehe, deswegen... Ah, es dürfte jetzt aber ungefähr die Höhe sein, die ich brauche. Trotzdem, Kinder, nicht nachmachen. Da ist auch noch irgend so ein Stein. Ein Erinnerungsstein. Also das Puzzlestück haben wir schon mal. Der Erinnerungsstein ist vermutlich für die Tür. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich da wirklich hin möchte. Oh, ist sogar mit Schlüssel dran, okay. Ich bin mir so gar nicht sicher, ob ich da hin möchte. Oder eigentlich bin ich mir sicher, dass ich nicht dahin möchte. Sagen wir es mal so. Oh mein Gott, schaffe ich das? Schaffe ich das? Sieht die mich hier drunter? Das ist kein besonders gutes Versteck. Ist die weg? Was war das? Ich glaube, sie ist weg, oder? Ich krabbel mal schnell hier hin.
Problem ist, je weiter ich jetzt hier durchkrabbel, umso weniger Orientierung habe ich dann. Okay, hier ist auch noch was. Wobei mich das ein bisschen nervös macht, dass hier jetzt so viele Verstecke sind. Okay, also unterm Tisch verstecken, da kriegt sie dich nicht. So verstehe ich jetzt dieses Bild hier. Okay. Also ich halte ja alles aus, ne? Sachen Horror und so weiter, aber so Mist mit null Perspektive, also so die Ego-Perspektive, die hasse ich generell. Scheiße, dafür brauche ich wieder eins. Das wird ja gerade irgendwie laut. Was ist das? Da läuft doch jemand rum, kannst mir jetzt erzählen, was du willst. Und das sieht irgendwie so komisch aus, als ob die mich jetzt hier in den Dinger drin erwischen kann. Nicht durch. Mein Popo ist zu dick. Das Problem ist nur, ich weiß jetzt nicht, wo ich hin muss oder was ich machen soll. Kam ich doch von da, kam ich doch, oder? Von da kam ich. Okay. Ich weiß ja, was ich machen muss. Ich muss was finden, aber wo soll ich das finden? Da hinten war ja nichts. Ist noch ein Baumstumpf? Genau in dem Moment müssen wir jetzt draußen knallen, wo ich hier so auf höchste Anspannungsstufe gerade bin. Ich weiß aber nicht, was ich mache. Also wo ich hinten soll, das ist mein Problem. Das finde ich ein bisschen doof, beziehungsweise unübersichtlich gemacht. Moment, hier geht's weiter. Da kam ich jetzt aber nicht her oder so, ne? Okay, so können wir rein. Das ist wohl ein Haus, was dem Kind Angst macht. Hier liegen schon wieder aber all diese komischen Flaschen rum. Hm.
Ja, bitte. Da hat gerade jemand geklopft. Da klopft immer noch jemand. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier hoch soll. Aber da komme ich nicht rüber, oder? Ich komme da auch nicht hoch. Kann ich das unten hier umwerfen? Können es auch nicht? War dieser Fleck eben auch schon da? Hey, die Bretter habe ich doch eben weggetan. Kann ich nicht rum? Okay. Aber wer oder was klopft da jetzt die ganze Zeit? Ach, ich dachte gerade, das ist ein Loch. Moment. Ach, ich bin ja auch so blöd. Das kann ich doch verschieben. Aber dann komme ich nur dahin. Komme ich nicht da hinten drauf? Oder muss ich da hinten drauf? Da müsste ich das in die andere Ecke schieben. Hallo? Lässt du dich mal ziehen und schieben? Komme ich hier trotzdem nicht hoch. Okay. Also sollte das wahrscheinlich für die Kästen da hinten sein. Hallo. So kann ich den nicht mehr ziehen. Zu der Seite geht das. Jetzt geht es auch wieder hier rum. Hm. Ach, da hinten. Moment, da hinten waren noch zwei. Da komme ich aber nicht, oder? Doch, da komme ich doch durch. Bin ich da jetzt nah genug für dran? Ich glaube nicht, oder? Ich bin da auch nicht hoch genug für irgendwie. Da oben ist ein Buch. Vielleicht müssen wir ja doch da hinten hin. Ja, knallt jetzt draußen auch noch. Ich habe es ja schon verstanden. Ach, da ist ein Brett. Okay. Mit dem Brett komme ich auf das Höhere, aber komme ich da hinten hin? Ja, das ist. Oh. Da habe ich sie gerade wieder gesehen. Die Gefahr jetzt vorbei. Ich sehe sie jetzt so nicht mehr. Aber die kommt ja immer nur, wenn ich mich auf dem richtigen Weg irgendwie befinde, ne? Was komisch ist, ich kann das Brett nicht bewegen. Es ist weg. Ach, ich bin so blöd. Oh. Ja, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Wahrscheinlich werden jetzt mindestens 10 von euch schreien. Das habe ich schon beim ersten Mal gesehen, wo du da hochgeguckt hast.
muss ich den Weg wieder zurück zu dem anderen Tor. Ich jetzt noch wüsste, wo das war. War das nicht in der Richtung? Komme ich gar nicht weiter. Okay. Kein gutes Versteck hier. Was ist denn das da hinten? Hatte ich das schon mal gesehen? Hört sich gerade irgendwie nicht gesund an. Ist sie. Oh mein Gott. Das zeigt mir auf jeden Fall, dass ich wirklich vorsichtig sein muss. Diese Schritte höre. Ich gucke mich schon überall um, dass ich hier irgendwas finde, wo ich dann zur Not mich verstecken kann. Hier gerade ganz und gar nicht gesund, ne? Oh nein, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Ich habe hier nichts zum Verstecken. Okay. So langsam glaube ich, dass das vielleicht doch nicht so schlimm ist. Oh, ob ich da runterspringen soll? Oh, oh, oh. Ich hoffe, ich sterbe nicht. Okay. Ach, das ist die Rückseite. Ich will wieder zurück. Ich will das Puzzlestück reinsetzen.
Lass mich durch. Das war jetzt schon ziemlich aufregend. Du darfst aber gerne weitergehen. Ich wollte hier nur hochklettern, aber ist okay. Ich würde ja mal interessieren, wer die sind. Ich meine, die Frau. Das könnte diese komische Hexe sein oder was das ist. Und das Mädchen, keine Ahnung. Wir sind ja ein 2 Jahre alter Junge, wie sie ja am Anfang gesagt hat. Mein kleiner Kerl und was weiß ich was. Und die ist ja schon weit mehr als 2 Jahre alt auch. Also die kann ja nicht mit uns irgendwie im Kindergarten gewesen sein oder sowas. Ja. Dann befürchte ich, müssen wir jetzt hier durch. Mich würde ja mal interessieren, was das für alles ist. Liest ein Mädchenbuch. Das könnte die Bibliothek sein.